Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Mr. Renner. Ach, hier glaube ich, ersticken zu müssen. Aber es ist ja nur noch für kurze Zeit und ich werde dieses Haus auflösen. Nun, Florenz ist ja nicht zu verachten, Fürstin. Also, für mich hat sich der Abstecher schon wegen der Kunstschätze gelohnt. Wie lange wollen Sie bleiben? Ja, ein, zwei Tage vielleicht, bis unsere Transaktion abgeschlossen ist. Ich werde Sie also morgen mit unserem Kunstexperten besuchen, Fürstin. Die Bilder könnten ja dann per Luftfracht nach London geschickt werden. Und wann soll die Auktion genau stattfinden? Tja, ich denke in etwa 14 Tagen, Fürstin. Ach, ich bin heilfroh, wenn ich diese Gemälde aus dem Hause habe. Ach. Danke. Also, das kann ich offen gesagt nicht verstehen, Fürstin. So leicht trennt man sich doch nicht von solchen Schätzen. Da befinde ich mich in bester Gesellschaft. Viele Adelsfamilien lassen doch Jahr für Jahr ihre Sammlungen versteigern. Wie soll man heute sonst existieren? Aber das ist es nicht allein, Mr. Render. Lieber lasse ich meine Sammlung versteigern, bevor sie mir von diesem Bilderdieben gestohlen wird. Nun, Florenz ist ja bis jetzt eigentlich verschont geblieben. Nach Rom werden wir auch bald dran sein. Mach schon. Abgesoffen. Das kann auch nur dir passieren. Besuch. Darf ich mir erlauben, Ihnen meine bescheidene Hilfe anzubieten? Sprengt nicht an. Durch ein Anschieben Ihres Wagens könnte man diesen Übelstand beheben. Können Sie mal zulangen? Ich hoffe, dass meine Kräfte Ihren Vorstellungen entsprechen. Dass gerade mir das passieren musste. Und ausgerechnet der Signorelli. Dafür hätte mir jedes Museum ein Vermögen bezahlt. Mein da Fabriano, mein Montagna. Ich bin ruiniert. Genau die Bilder, die nach London gehen sollten. Und Sie? Sie helfen den Gangster noch. Es ist kaum zu glauben. Diese Tatsache ist mir ausgesprochen peinlich. Oh, verzeihen Sie, Fürstin, Mr. Parker trifft nicht die geringste Schuld. Ohne seine Aufmerksamkeit wüssten wir nicht einmal, wie die Diebe aussehen. Meine Gemälde sind gestohlen worden. Das allein zählt. Am besten, Sie verständigen sofort die Polizei. Ausgeschlossen. Da schickt man mir die Bilder völlig zerfetzt zurück, wie es in Rom immer wieder geschehen ist. Nein, nein. Ich muss abwarten, bis ich von diesen Dieben ein Angebot erhalte. Dann darf ich meine Bilder zurückkaufen, großzügigerweise. Und zu Preisen, die ich gar nicht bezahlen kann. Signor Anconi. Joshua Parker. Ach, Sie bevorzugen Madonnen? Es ergibt sich manchmal. Wahren Madonnen begegnet man nur allzu selten. Sie bekommen erstklassige Kopien. Sie werden sehr zufrieden sein. Man wird sehen. Sie müssen den Originalen absolut entsprechen, nicht wahr? Aber mein Herr.
Ich bin einer der begehrtesten Kopisten. Ich möchte Ihre Worte nicht in Zweifel ziehen. Moderne Maler haben Sie nicht anzubieten. Ich bedauere, es lohnt sich nicht. Die kopieren sich ja pausenlos selbst. Was zum Teufel heckt er denn da schon wieder aus? Jetzt kommt unser goldener Schuss. Eigentlich schade, dass gleich Schluss ist. Ja! Telegramm vom Boss. Er will Vollzugsmeldung. Heute bestimmt nicht mehr. Weg ist er. Satteln Sie um, Parker. Keineswegs, Sir. Ich habe mir nur erlaubt, für Sie eine Gemäldekollektion zusammenzustellen, respektive Sie zu ergänzen. Oh, würde die Sotheby's in London empfehlen. Und wozu eigentlich Ihre malerischen Bemühungen, Mr. Parker? Ich hoffe sehr, dass gewisse Kreise auf diesen Köder anbeißen werden. Aber wie erfahren die Diebe von diesem Köder? Ich war so frei, entsprechende Zeitungsmeldungen zu lancieren, Miss Jenny. Bilder fälschen und Zeitungsenden lancieren. Sie haben Zukunft, Parker. Aus den Zeitungsberichten wird eindeutig hervorgehen, dass Sie, Sir, bereits eine respektable Sammlung hier im Hotel zusammengetragen haben. Bei Mr. Randall. Ich werde es ausrichten. Die Fürstin Crivelli, Sir, sie bittet Sie dringend, sofort kommen zu wollen. Das an. Nichts als Splitter. Eine Barbarei. Eine Schande und ausgerechnet mein Signorelli. Hat man Ihnen diese Sendung kommentarlos zugestellt, Fürstin? Nein, das lag dabei. Die übliche Warnung. Wenn ich nicht umgerechnet 100.000 Dollar bezahle, will man mir auch die übrigen Bilder zerstören. Aber woher soll ich denn das Geld nehmen? Ich wollte ja verkaufen, um Geld zu bekommen. Ja, waren denn die Bilder nicht versichert, Fürstin? Nein, nicht alle. Und die noch weit unter Wert. Wer kann denn heute schon diese horrenden Prämien bezahlen? Wenn ich richtig gelesen habe, Fürstin, so ist ein bestimmter Zahlungstermin nicht genannt worden. Aber den werde ich mit Sicherheit erhalten. Darf ich mir erlauben zu fragen, ob Sie zahlen werden? Ich sehe keine Möglichkeit. Es tut mir leid, Mr. Randall, dass Sie völlig umsonst gekommen sind. Aber ich bitte Sie, Fürstin, keine Ursache. Mein Londoner Klient hatte sowieso noch einen anderen Auftrag für mich. Achtung! Ja doch. So. Jetzt noch ein bisschen nach links. Und dann haben wir es gleich. Aber jetzt. So. Wende weiter nach rechts.
Was haben wir denn da Schönes? Bei den modernen Dingern weiß man nie, was sie wert sind. Ihr Aufenthalt als Repräsentant eines Londoner Auktionshauses ist in den einschlägigen Fachblättern an hervorragender Stelle gewürdigt worden, Sir. Bin ich aber gespannt, ob die Bilder die wir zuschnappen werden. Hoffentlich ist der Köder nicht zu fett, Parker. Sie wissen, man kann auch übertreiben. Nach der bisher an den Tag gelegten Arbeitsfreude der betreffenden Branche dürften Sie sich diesen Bissen nicht entgehen lassen wollen. Arbeitsfreude? Darüber gibt es Aufzeichnungen, Miss Jenny. In bereits 5 Fällen wurden Privatsammlungen ausgeraubt und wieder zurückverkauft. Die Einkünfte der Bilderdiebe dürften sich inzwischen auf mehr als eine halbe Million Dollar belaufen. Aha. Dann haben wir es also mit absoluten Fachleuten zu tun, Parker. In der Tat, Sir. Mit Tätern, Parker, die sehr genau wissen, an welchem Ort das Richtige hängt. Sehr wohl, Sir. Mit Leuten, die dort wie selbstverständlich ein- und ausgehen. Also die Gesellschaft, die sich in den Privathäusern trifft? Das ist zumindest eine der Möglichkeiten, die sich anbieten. Miss Jenny. Aha. Der Köder ist offensichtlich angenommen worden. Samt Ihrem Kunstwerk, Parker. Darauf können Sie sich was einbilden. So. Und jetzt weiter? Es müsste schnell gehandelt werden, Sir. Früher oder später dürften die von Ihnen bereits erwähnten Sachkenner herausfinden, dass es sich nur um Kopien handelt. Der Peilsender in dem Bilderrahmen, wie weit reicht der? Innerhalb des Stadtgebietes dürften die Sendeimpulse klar zu hören sein. Kopien. Stempel. Was kann das bedeuten? Nicht gerade klassisch. Eine Falle. Pegel nachzuurteilen, Sir, müsste sich der Sender dort im Gartenhaus befinden. Na gut, Parker, worauf warten wir noch? Ich möchte mit. Sie bleiben hier. Okay, Mr. Rinder. Sollte sich etwas Außergewöhnliches ereignen, Miss Jelly,
Dann fahren Sie bitte sofort zur nächsten Polizeistation. Der erste Gang befindet sich oben links, Miss Jenny. Wie sieht's aus, Parker? Heiß, Sir. Ziel, Sir. Dürfte mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit geortet sein. Geht alles ein bisschen zu glatt. Finden Sie nicht auch? Ein erfreulicher Umstand, Sir. Warten wir ab. Die Bilder hätten wir also. Und die Diebe werden nicht lange auf sich warten lassen. Fürstin Crivelli, habe ich aber einen Schreck bekommen. Vielleicht zu Recht. Wieso? Oder soll das heißen, dass Sie... Richtig. Richtig. Also Sie haben die Bilder stehlen lassen? Sie haben eben keine Fantasie, mein liebes Kind. Warum? Mein Gott, das Leben ist teuer genug. Eine Frau in meiner Stellung muss repräsentieren können. Penner, wäre es da einen peinlichen Zwischenfall gekommen, als Ihr Butler unprogrammgemäß erschien. Und nun wollen Sie mir bitte vorausgehen. Das reinste Treffen. Treff was? Also jetzt hängt alles von Jenny ab, Parker. Ich meine, sie müsste eigentlich mitbekommen haben, was hier los ist. Francesca. Bruno, sind Sie etwa auch für die Gemäldediebstähle in Rom verantwortlich? Irgendwann fängt man immer einmal an, meine Liebe. Aber nun sollten wir zu Ihren Freunden gehen. Was haben Sie vor, Fürstin? Sie haben aber auch wirklich nicht ein Fünkchen Fantasie, meine Liebe. Besuch für Sie, meine Herren. Einzelheiten werden Sie von der jungen Dame erfahren. Und wir werden uns gründlich vergessen. Ist alles okay, Jenny? Ob wir hier noch mal rauskommen werden, Mr. Rander? Hm? Oh, Moment! Dann tut sich doch was. Unsere Satelliten. Was soll ich machen? Hilfe! Hilfe! Thank you.
Das fand ich aber verdammt unfair. Sie haben mich aber mächtig enttäuscht. Betrachten Sie es als eine zusätzliche Möglichkeit, im Umgang mit uns neue Erfahrungen zu sammeln. Leben Sie wohl, Fürstin. Ich erlaube mir allerseits eine gute Nacht zu wünschen. Buonanotte, Principessa. Signori, buonanotte.